Also, Sie sehen, die Lage hier ist wunderbar. Sie haben gute Anschlüsse, einen ruhigen Verkehr und eine tolle Gegend mit freundlichen Mitmenschen. Ich weiß ja nicht so ganz. Keine Angst, wir gehen mal rein. Das ist eine sehr helle Wohnung. Sehr geräumig. Ganz neue Möbel. Laufend Wasser. Sehr schöne Toilette. Mehrere Schränke. Und viel Licht. Sehen Sie, wie viel Licht? Und der Ausblick. Naja. Ja gut, ich denke, ich kann mich damit abfinden. Gibt es in der Wohnung sonst noch irgendwas, auf das ich hier vielleicht achten muss? Nein, nein, Sie werden diese Wohnung lieben. Es gibt sozusagen keine Delikte. Jeder liebt den anderen und das Wichtigste, sie haben die besten Nachbarn. Ja, ich weiß ja nicht so ganz. Also, na ja, gut. Okay, haben Sie sich bereits entschieden, wann Sie einziehen wollen? Natürlich wäre es am besten so schnell wie möglich, da ich ansonsten nichts habe. Kein Problem, überlegen Sie es sich und dann rufen Sie mich an. Du bist der Neue hier, was? Ja, ich werde aber nur für eine kurze Zeit hier wohnen. Ich habe gehört, das soll eine Problemgegend sein hier, was? Habt ihr Feuer? Was? Ist das dein Ernst? Was denkst du, wer du bist? Hey, ganz ruhig, ich wollte nur Feuer haben. Wie viel kannst du uns besorgen? Besorgen? Zu einem Scheiß habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Ich fotografiere. Erzähl ihm von der Lieferung. Was für eine Lieferung? Hör mal zu. Jeder, der hier neu ist, muss uns was liefern.
Wir sind hier oben am Zenit angelangt. Du fängst von hier an. Nadir. Freut mich. Neves. Mein Name ist Diego. Also Nadir. Wir erwarten bis nächste Woche eine Lieferung von dir. Hey Nadir, falls ich schnell an Sachen rankommen muss, ich kann dir weiterhelfen. Nein, danke. Ich würde aufpassen hier in der Stadt. Hier ist es gefährlich, vor allem als Neuer. Plötzlich kann es sein, dass jemand von der Seite kommt, schießt dich ab und läuft einfach weg. Und dann? Und nix, dann ist es zu Ende. Ja, und wie wirst du mir dabei helfen? Meld dich bei Jack. Jack? Rap, herrscher vom Thron, Haramstufe rot, schwinge der Jacket auf den Kaffeetor. Herr, dass ich go, Tor nach Tor, hacke dich kurz vor dem Tod. Gönnen auf dich los und du steigst aus Not. Ganz Leben am Kämpfen für Bitzli Brot. Männer mit Dreh, der mit Schrot, Motherfucker, was er muss, das ist nur die Wut, die mich antreibt. Eine, wo ich nachgibt. Route 53, Route 53, Route 53, ja, ja, ich komm mir im Weg. Route 53, Route 53, Route 53, Route 53, ja, ja, ich komm. Hey, ich bin Diego. Ich hab gehört, ich kann bei dir ein paar Sachen holen. Ich hab gehört, du heißt Nadir. Komm rein. Ja, Alter. Das ist hier unsere Drum Machine. Hier produzieren wir unsere Beats. Das ist unser Laptop. Hier schneiden wir eigentlich alles zusammen. Das ist so das Soundprogramm. Wir arbeiten mit Logic. Und das ist meine goldene Schallplatte von Route 53. Ah, du bist also Rapper. Vertickter Stoff, will ich mehr aus dem ganzen Stress, was er oft. Der eine ist süchtig nach Crack, der andere nach Hot. Verbrenn die Bücher, schieß auf den Schulstoff. Freunde auf der Straßbox, hüpfer die ganz schnell raus, Cold Ops wie Black Ops und Fixbox. Untergrund Flow, wo der Zug ist selber holt. Was für Fantasie erkennen, doch nur der Nachts und der reguläre Job. Ohne Risiko auf Nacht, leben zu schnell aus der Angst, dass ich was erpasst. Nein, jetzt ohne Spaß. Vielleicht betäube meine Seele nicht mehr mit dem Gras. Vielleicht bin ich voller Hass. Du weißt doch nicht mehr, was für eine Scheiße ich mich täglich befasst. Die Zeit rast, häuser bin. Der ganze Krieg um mich herum, immer meine Energie. Rap, John F. Kennedy, Biggie Smalls, wie der Geburt in Jack Dirty, gib mir welcher Rapper du willst und dich töten. Verstören die Wörter, verdächtig der Mörder, bin du her, kurz um alles zerstören. Yeah, okay, jetzt ich. Yeah, Jack Daggerty, Dirty. Also, du hast komplett abgeschlossen mit dieser Drogenvergangenheit, was? Ja, Mann. Das Leben ist ein ewiger Neuanfang. Du musst dich von dieser Scheiße befreien, wo dich umgibt und dich probiert runterzuziehen. Ja, aber dann sag doch mal, wie bist du da rausgekommen? Es haben viele Faktoren eine Rolle gespielt, verstehst du? Es war die Musik, wo mich immer gepusht hat, weiterzumachen und mehr zu erreichen. Und irgendwann verlierst du auch einfach den Bezug zu der Realität. Also hast du nichts für mich? Ah, das ist mein Videoproducer. Hey Bruder, was geht? Alter, das letzte Video, alles zerrissen, Mann. Alles zerrissen. Das Geld? Ha, Bruder, bitte, Mann, mach dir keine Sorgen, Alter. Schick mir deine Bankdaten und ich überweise dir das. Oder willst du es bar? Ja, ich kenn dich doch, Alter, ich überweise dir das. Aber auf jeden Fall, Bruder,
Nächstes Video wird nochmal eine Stufe besser, Alter. Wir nehmen komplett alles auseinander, du weißt Bescheid. Also, schick mir die Bankdaten, vergiss das nicht. Also, ciao, ciao, wir sehen uns. Was? Schon so spät? Alter, ich muss los. Hey, aber wo soll ich mein Zeug holen? Geh und frag jemand anders, Mann. Bye. Ja, aber kann ich wenigstens noch ein Bild von dir schießen? Ja, irgendwann, Mann. Was geht? Alles klar? Ja, bei dir? Ja, muss. Und du bist noch nicht so lange hier, oder? Nein, ich habe jetzt die ganze Zeit zu Hause verbracht, als ich hergezogen bin. Ja. Okay. Und hast du schon vom Neuen gehört? Nein, noch nichts. Okay. Was macht ihr so den ganzen Tag? Was habt ihr für Freizeitbeschäftigungen? Freizeitbeschäftigung? Hey Bruder, was geht? Hey, was geht? Erzähl, was macht der Umzug so? Ja, nicht so toll. Ich bin ja in diese neue Stadt gezogen und die Leute wollen, dass ich alles so werde wie sie. Haha, ich hab dir doch gesagt, halt dich fern von den Leuten da. Ja, sag, kennst du jemanden, der mir dabei vielleicht helfen kann? Nein, ich kenn niemanden. Ah doch, es gibt einen. Niemand weiß genau, wie der heißt. Man kennt ihn nur unter Z. Der kennt viele Leute in der Region. Wende dich doch mal an ihn. Was? Wie heißt der? Z. Alles klar, ich werde da sein. Thank you.
Also du bist Nadir? Eigentlich heiße ich Diego. Hör zu, Nadir. Es funktioniert nicht so, wie du es willst. Ich kann dir deine Arbeit nicht abnehmen. Aber wenn du wirklich interessiert bist, dann melde dich hier. Hä? Aber das ist ja ein Boxgym. Genau. Wenn du schon mal da bist, kannst du ein bisschen trainieren gehen. Also, du willst mir sagen, du konntest uns nichts besorgen? Nein. Dachte ich mir schon. Ich wusste, dass du nicht klarkommen wirst in dieser Stadt. Das ist ja gar nicht so schwierig. Was ist nicht schwierig? Es ist gar nicht so schwierig, den kriminellen Weg zu gehen. Sich in so einer Stadt auf die falsche Bahn zu bewegen, ist schnell passiert. Ihr habt so viele Möglichkeiten hier. Ihr habt Fitnessstudios, ihr habt Musikstudios, ihr habt so viele Jobs hier. Ich habe auf meinem Weg so viele Leute getroffen, die es hier rausgeschafft haben. Und wieso stürzt ihr euch immer so schnell auf das Negative? Ich meine, es ist ja auch gar nicht so schwierig, ein schlechter Mensch zu sein. Ach ja? Und wie schwierig ist es, jemanden auszulöschen? Das traust du dich doch gar nicht. Was? Das wirst du gleich sehen, Freund. Du wirst schon sehen, wie sehr ich mich da traue. Ja komm, schieß doch. Du bist nicht der Erste und der Letzte, den ich umgelegt habe. Also pass auf, Freundchen. Ja, dann schieß doch! Schieß gleich!
Bruder, was los? Bruder, was soll ich machen, Mann? Ich hatte kein Geld für den Service und keine Zeit für die Scheiße, Mann. Immer am Produzieren, Digga. Ich kann doch nicht alles machen. Hast du keine Mitarbeiter, die das für dich machen? Bruder, was für Mitarbeiter, Mann? Digga, du ich bist bin doch eine Ein-Mann-Firma, Digga. Du bist doch Rapper, hast doch Security und so weiter. Ja, Bruder, es ist nicht alles Gold, was glänzt, Alter. Mann. Mann, ey. Hast du Kleingeld? Was soll die Scheiße? Nee, Alter, ich bin komplett insolvent. Taxi? Ja, Bruder, lass den. Lass ihn gehen.